So. Und dann erstmal subscribe der Wolf für 12 Monate, richtig? Ein Jahr macht der Wolf voll. Geiler Typ, ey. Ohne Witz. Geiler Typ, ey. Richtig nice. Ein Jahr treu im Wolfpack, ey. Vielen Dank dafür. Hammer Kerl. Finde ich geil. So kann man mal in eine Binding of Isaac Aufnahme beziehungsweise in einen Binding of Isaac Stream starten. Abgefahrener Scheiß. So, wir sind auf unserem Weg zu 200 Mom Kills. Von dem vorhin, wir haben 191. Haben mir gesagt, wir machen im Wechsel noch Challenges. Und ich habe mir eine Challenge ausgesucht für heute. Und zwar: We are one. Keine Ahnung, was es bedeutet. Wir gucken mal. So. Ah, ich muss erstmal wieder ins Spiel klicken. So. Ah, ich habe schon gesehen. Guck mal. Ach, wir starten hier mit The Soul, The Body and The Mind, oder? Ah. Oh. War das gerade... Das war irgendwie so ein Double... Woohoo! Vom Judster 2804. Vielen Dank für deine Subscription. Und herzlich willkommen im Wolfpack. Ja, ist das geil. Ah, das ist ein neues Feature. Das ist ein neues Feature. Wenn jemand neu subscribt, dann gibt es hier den doppelten Wolf. Auau. Sehr geil. Vielen Dank für deine Subscription. Bedeutet mir sehr viel. Wir starten einfach mal. Ach, wir haben ja The Mind. Deswegen weiß ich ja, wo wir lang müssen. Dann braucht man dieser Challenge ja eigentlich gar nicht allzu lang rumgurken. Aber gibt erstmal Two of Diamonds. Das ist soweit so schön, aber es ist eine Challenge. Also irgendwie gar nicht so awesome. So, wir starten wohl mit... Judas Tongue. Judas Tongue ist sogar übergeil. Mit Judas Tongue kostet uns jeder Devil Dean nur ein Herz. Und wir haben ja zu Beginn direkt 6 Herzen wegen The Body. Also verspricht das eventuell richtig knorke Devil Deals zu geben. Machen wir mal den super Geheimraum noch auf. Für... eine Müllbombe. Gut, dann... kann ich hier wahrscheinlich nicht mehr allzu viel rausholen. Okay, und für meinen rastet. Machen wir so. Ja, das ist eine... Moment mal, wenn das hier... Wenn ich jetzt hier alles habe, The Body, The Soul and The Mind, mit The Soul bin ich doch immun gegen Tränen, wenn ich stehen bleibe, oder nicht? Ja, das... Ah! Oh, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Also wenn ich wirklich stehen bleibe und gar nichts tue, wenn ich irgendwas tue, dann natürlich nicht. Okay, und das ist eine Resubscription. Das hört ihr, habt ihr gehört? Resubscription, dann gibt es keinen doppelten Wolf. Vom Peppe Penguin, der macht den 8. Monat voll. Vielen Dank, lieber Peppe Penguin, für 8 Monate Treue hier im Wolfpack. Vielen, vielen, vielen Dank. Sehr, sehr geil. So, jetzt guck mal. Ich glaube, wenn ich jetzt nichts tue... Okay, da muss ich. Vielleicht ist, weil die zu schnell ist. Normalerweise... habt ihr gesehen? Habt ihr gesehen? Die eine Träne ist einfach an mir vorbei. Also ist das so... Vielleicht war ich zu nah dran. Vielleicht war ich zu nah dran und das hatte dann irgendwie zu viel Speed und dann Alabama Slammer. Ich weiß es nicht, keine Ahnung. Irgendwie sowas. Ob ich damals Yu-Gi-Oh! Oder Magic gespielt habe? Ich habe damals Yu-Gi-Oh! Gespielt. Aber auch nicht lange, so ein Jahr oder so. Dann war der Hype auch irgendwie bei mir wieder vorbei. Aber dafür habe ich sehr gerne gespielt. Also das muss ich dazu. Magic ist völlig an mir vorbeigegangen. Damit konnte ich gar nichts anfangen. Okay, hier haben wir eine Bombe. Könnten wir eine Bombe legen, da kommen wir eh nicht rein. Deswegen scheißen wir da drauf. Ich sag's mal so, mit dem Build-up zum Start hier, diese ganzen Super-Items. Also, so super sind die eigentlich gar nicht. Ja? Du bist deswegen jetzt nicht übertrieben stark. Ne? Du siehst halt alles, hast extremst viel Leben. Und die Tränen, ne, wenn du weit genug wegstehst, treffen sie dich auf jeden Fall nicht. Wenn du gar nichts tust, darfst du dich nicht bewegen, nicht schießen, gar nichts. Ja, das ist so... kein Build-up, wo ich zum Start sage, da hinten ist auch wieder so ein Stein, aber da komme ich nicht ran. Wo ich jetzt übelst eskalieren würde, wo ich mich jetzt derbe drüber freuen würde. Ich freue mich jetzt eher auf einen richtig geilen Devil-Deal. So direkt 3 Items, alle nur mit einem Stern, mit einem Herz, weil Judas Tongue und so. Das würde mich freuen. Da wäre ich richtig steil drauf. Ja. Im Übrigen für alle Leute, also für die Leute auf YouTube, die sich wundern, wie gerade läuft Relegationsspiel Holstein Kiel gegen die Löwen. Wen das interessiert, ne, der kann das auf NDR gucken. Ne? Das läuft tatsächlich im Fernsehen. So, jetzt haben wir hier viele Pillen. Machen wir einfach mal, scheiß drauf.
Full Health. Oh, das wäre eine geile Pille gewesen. Tierstone. Oh. Health up. Okay. Und Bomser Kies. Ja, das bringt natürlich nicht so viel. Das Tears Down tut mir jetzt wahrscheinlich ein bisschen weh. Deswegen werde ich... Okay, bei Pin werde ich das nicht tun. Obwohl, eventuell schon. Wartet mal. Ja, jetzt vielleicht. Ja, habt ihr gesehen, ich habe jetzt hier mit Meat Boy gearbeitet, damit der hier ganz schnell Leben verliert. Weil wenn ich jetzt mit Tears Down arbeite, wird das ganz schön eine Weile dauern, befürchte ich. Das heißt, komm mal raus. Jo. Ah, jetzt habe ich nicht mehr ganz erwischt, aber es reicht. Nochmal ein HP ab, alter Verwalter. Und ich krieg statt 3 Deals 3 Kisten. Ach, ihr seid doch scheiße. Warum macht ihr sowas? Ich hatte gerade richtig Bock drauf. So, was haben wir hier? Tears up, bitte. Bad Trip bringt mich nicht um. Pretty Fly. Tears down zweimal. Alter, richtig geil. Alter, der Teufel hat hier mal richtig geile Kisten. Was machen wir? Nee, scheiß drauf. Da habe ich jetzt gar keinen Bock drauf. Wir gehen einfach weiter. Alles andere macht irgendwie keinen Sinn. So, wo gehen wir lang? Den normalen Weg. Okay, der hat Interesse. Ich kann auch leider gerade mit der Tour of Diamond Karte noch nichts anfangen, weil wir absolut gar keinen Cash haben. Boah, tut das weh mit Tears Down. Ich hasse Runs, wo du zu Beginn Tears Down hast. Es zieht... Ah, nein! Oh Gott. Es zieht sich halt einfach alles so brutalst. Was mir jetzt gerade richtig auf den Sack geht... Dass ich jetzt gerade schon in einen Gegner reingerannt bin und mir den Devil Deal versaut habe. Das ist bitter. Jetzt wäre so oder so weg gewesen. Nochmal Tears Down. Wollt ihr mich verarschen, wenn das alles Tears Up gewesen wäre? Dann hätte ich jetzt hier angefangen, übel zu feiern. Aber so? So ist das ja wohl eine dezente Verarsche. Nee, das finde ich jetzt echt nicht so geil. Wenn du nämlich noch nicht mal Schaden machst zu Beginn und dann Tears Down hast, ne? Ich sag nur. 4. Run ever. Mit Eden. Es war ekelhaft. Aber da müssen wir jetzt durch. Warum ich jetzt Richtung Shop gehe? Das weiß ich jetzt auch nicht so genau. Wie Sinn macht das nicht? Naja, kriegen wir mal ein paar Schlüssel. Damit kann man eventuell mehr arbeiten. Jetzt schon mal schnell. Hier irgendwo ein Steinchen, damit ich wenigstens in der nächsten Ebene, weil hier in der dritten Ebene kriegt man ja sowieso eher selten Deals. Und ich sehe auch gerade, wir haben auch noch Curse of the Unknown. Wir sehen hier quasi gar nichts. Ich werde aber den Geheimraum gleich nochmal aufsprengen. Weil, wie gesagt, mit dem Startbild ab. Oh. Das kann sich jetzt ein bisschen ziehen. Mal gucken. Ich gehe gleich mal gucken. Da können wir jetzt die ganzen Leben aufsammeln, die wir jetzt hier dummerweise verloren haben. Kommt, ihr kleinen Maden, geht auf Seiten. Naja, es wäre ja immer noch möglich, einen Devil Deal zu kriegen, aber die Chance ist halt ultra gering, wenn man jetzt zum Beispiel beim Boss keinen Damage nehmen würde, aber auf der dritten Ebene ist das... Full Health ist besser als Two of Diamonds, weil... Das muss ich einfach mal so... Oh Gott. Kann ich hier nicht... Ich muss hier schauen, dass ich hier mit dem Meat Boy arbeite, weil sonst dauert mir das viel zu lang. Ich kassiere lieber ein bisschen Schaden. Aber seht ihr, wie ich hier mit dem Meat Boy die Lebensanzeige doch recht schnell runterkriege? Na komm. Ja, das ist mir definitiv lieber. Und alles andere ist mir da egal. Bombe behalten war für die nächste Ebene. Jetzt muss ich aber mich zusammenreißen.
Und wir haben diesmal Curse of the Lost. Es ist doch immer irgendwas. Aber das bedeutet eigentlich auch... Och nö. Dass ich auch hier keinen Damage jetzt nehmen darf. Oh Gott, bitte, 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 bitte nicht. Jo, seht ihr, wie die Tränen teilweise hier von mir abprallen? Oh, ich will auf jeden Fall jetzt einen Devil D, weil sonst wäre Judas Tongue so für die Katz. Die kommt nämlich auch echt nicht so oft. Als Trinket. Mein Gott, ich treffe euch nicht. Geht ihr mir auf den Sack? Netzart. Oh Mann, das ist natürlich richtig ätzend, weil ich jetzt nicht einfach schnell zum Boss laufen kann. Weil wir ja dummerweise nicht wissen, wo er ist. Trotz the mind. Eieiei. Okay, jetzt kriegt er hier richtig saftig Ärger. Aber so verteidigungstechnisch ist eigentlich schon recht nice, ne? Mit zwei Pretty Flies schon. Dann noch The Soul. Das kann man sich schon anbieten. Ich will jetzt eigentlich echt nur zum Devil Deal kommen. So. Allgemein, wir kommen auf der dritten Ebene deswegen einfach weniger Devil Deals, weil ansonsten wäre das Trinket, beziehungsweise das Item Goathead, so ein bisschen unnütz, wenn eh immer einer kommen würde. Deswegen ist unter meiner Beobachtung mir aufgefallen, jetzt ein Soul Heart bitte. Dankeschön. Auf jeden Fall weniger Devil Deals in Ebene 3 kommen. Okay, und wir haben direkt den Boss erwischt. Schon mal sehr gut. Warum ist der da hinten gerade gestorben? Weil er in die Dinger gelaufen ist? Was ein Lappen, Alter. Sehr geil. Den können wir da auch direkt hochschubsen. Perfekt. Okay, damit werden wir auf jeden Fall den Devil Deal hier kriegen. Two of Diamonds again. Oh Gott, du. Was ein bisschen stressig werden könnte, weil du auch sehr wenig... Ja, geil. Wieder mit schönem Meatball gearbeitet. Und nochmal, oder? Nee. Nicht ganz. Traue ich mich jetzt natürlich auch nicht so übertrieben nah ran, wegen Devil Deal. Komm, komm, komm. Ja! Das sah doch ganz gut aus. Und jetzt Feierabend. Komm, mach Schluss. Schön, A-Klasse. Bam. Und kein Devil Deal. Wollt ihr mich verarschen? Da hast du jetzt schon mal Judas Tongue und dann kommt da ums Verrecken nix. Ja, wisst ihr was? Da mache ich auch gleich weiter, weil nachdem ja hier sowieso keine... interessanten Räume sind, interessiert mich das auch recht wenig, sage ich jetzt mal. Von dem her ist das ziemlich wurscht. So, Necropolis. Damals, oh Gott, hier der absolute Punkt. Okay, und mittendrin Fußball. Läuft. Warum geht denn auf einmal Ton an? Strange. So, lassen wir das mal so. Oh, das ist fies, aber wir können das bewältigen. Oh, oh. Das ist definitiv kein schöner Raum. Ja, genau deswegen. Und schon habe ich kein Soul Heart mehr. Haut ab, haut ab. Och nö, Leute, Kollegen, ich will jetzt hier echt nicht, ne? Nein. Nein. Geht weg. Geht weg. Ja, geht doch mal weg. Oh, ich hab's da rausgeschafft. Ich hab's da echt rausgeschafft. Heilige Scheiße, ey. Ab in Shop. Und jetzt hoffen, dass da irgendwo ein Coin rauskommt, damit ich mir das Soul Heart kaufen kann. Nope. Hoffen wir, dass jetzt hier gleich ein Coin droppt. Ich will um jeden Preis das Soul Heart. Ich will um jeden Preis einen Devil Deal. Komm schon. Es muss sich einfach lohnen. Wir haben so viel Herzen. Und da alles nur eins kostet, egal welches Item, will ich, dass es mich glücklich macht. Na, das ist nicht das Richtige. Oh, das ist ein... Nein! Was für ein behinderter Wichsraum! Alter, was ist das für ein Hurensohnraum?
Was geht denn hier ab? Ich sterb hier. Was geht denn hier ab, Mann? Oh mein Gott, war das scheiße. Vor allem, der explodiert auch noch, wenn er stirbt. Heilige Scheiße. Yo, Alter. Wow, war das unfair, Mann. Ja, vor allem ziehen sie ein ganzes Herz ab. Ich hasse die Typen. Was ist jetzt hier gerade passiert? Gut, dass hinten eine Full Health Pille liegt. Jo! Nochmal. Okay, und zweimal als Champs. Wollt ihr mich verarschen? Hier, fresst das. Ihr behinderten Pinner, ey. Ohne Witz. Was geht denn hier ab? Wollt ihr mich verarschen? Nee. Das geht ja überhaupt nicht. Boah, was war das? Nee, das ist nicht okay, ey. Das ist absolut nicht okay. Das war echt übel, ey. Puh. Ich werde zu keinem Devil Deals mehr kommen. Ich werde schon kommen. Warum mache ich wenig Schaden? Warum gibt es eigentlich nicht mal ein Schadens-Upgrade oder so? Left Hand will ich eigentlich nicht. Da ist mal... Ja. Jetzt bringt mir das auch nichts mehr. Hier gibt es eine Menge Bomben für zwei Schlüssel. Das machen wir. Das ist es allemal wert. Sehr schön, ich habe kein Glück, ey. Na klar, na klar. Und schön Bloat auch noch als Champions-Version. Ja klar, hat er mich schon erwischt. Alter, wollt ihr mich verarschen? Ich komm... Was erwischt? Wie kann er mich da erwischen? Alter, was ist hier los? Verpisst euch. Oh Mann, ich will an ihn ran und ihm ein bisschen hier mit... Bleib stehen! Alter, ich krieg hier gleich die Krise. Das gibt's nicht, ey. Kann der mal stehen bleiben? Ey, was ist das? Ich mach vor allem keinen Schaden. Gib mir dieses Scheißbild... Wix auf den Sack, Mann. Ich mach das jetzt so, ey. Ich hab die Schnauze voll. Kann ich verarschen? Ich glaube, es hackt, aber gewaltig. Was passiert hier, Mann? Boah. Da meine ich mit, da hab mir gerade gedacht, nee, scheiß drauf. Ja, ist okay, komm. Oh. Das kann mich mal. Ja, na. Wie ein Tears Up am Anfang einem echt... Das merkt man einfach so krass. Jetzt verpiss dich. Verreck einfach. Und Monkey Hand droppt. Ja. Super. Wow, ey. Nee, nee, nee. Ja. Natürlich. Ich glaube, es hackt. Oh Mann. Das ist so. Ich werde gerade von vorn und von hinten verarscht, ne? Aber auf so übertrieben übelste. Ja, den Scheiß da oben will ich eh nicht haben. Wow. Und es gibt halt keine Items. Ich muss ja mit dem Bild spielen, wie es ist. Wenn ich kein Devil Deal kriege, habe ich verschissen.
Das ist so schlimm. Ich krieg halt keine Upgrades. Es ist so schlimm, ey. Komm. So, Moment. Geht nichts mehr. Oh Gott, das hat mir jetzt alle möglichen Nerven gekostet. So, ich muss mich jetzt nochmal kümmern, wartet. Fußball, ganz ruhig. So. Oh. So, das wird jetzt nicht einfach, aber wir wollen es trotzdem versuchen. Ja. Wir kriegen das schon noch hin. Die Challenge wird schon noch ein Erfolg für uns. Haut ab. Es wird halt leider auch nicht einfacher, ne? Jetzt hier in Necropolis. Das ist nicht so schön. Oh! Dreht er sich natürlich genau in dem Moment, wo ich ihn angreifen will. Boah, was für Pisser, Mann. Warte mal auf. Ich habe keinen Schaden, es dauert ewig, euch zu töten. So, jetzt werden alle Mittel genutzt. Krieg aber immer nur so eine Scheiße raus. Na, ich weiß ja nicht. Glücklich macht mir das hier alles gerade nicht. Das war mir jetzt einfach mal wichtig, damit ich hier ein bisschen Gas gebe. Ich habe nicht umsonst die ganzen Bomben gefarmt. Na, dann kann man sie auch ruhig mal einsetzen. Wo ist jetzt hier so ein lustiger Stein mit einem... oh Gott, nein, 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 nein. Ja, Damage Upgrade. Oh, verpisst euch. Oh, war das wichtig. Ja, danke fürs Hochtragen. Boah, war das wichtig, dieses Damage Upgrade. Es macht zwar immer noch wenig Spaß mit so wenig Tiers, aber das war einfach wichtig. Oh. Der Shop hat auch nur Müll. Okay. So, dann werden wir jetzt auf jeden Fall, bevor wir zum Mom gehen, noch hier runtergehen, zum Geheimraum. Und dich am besten direkt hier reinkicken. Hui, hui, hui. Okay, das war jetzt schon recht nice. Da hat Soul gerade hier alles richtig gemacht. Und mich ein bisschen beschützt. Komm. Yes. Wow, auf einmal übel schnell geworden, das Spiel. Wow, wow, wow. Was haben wir hier? Okay, auf jeden Fall den Geheimraum. So. Kann ich gleich sprengen, das macht keinen Sinn. Naja. Noch habe ich die Chance auf den Devil Deal, zumindest für die Ebene. Kann jetzt auch einfach mal hier sprengen. Mit etwas Glück kriege ich ein schwarzes Herz raus. Das kann ich auch oben nochmal machen. Aber jetzt ist auch schon alles egal. Stark, starker Move. Okay, und bei meinem Glück kommt einfach gar nichts. Ah. Der Run ist echt böse. Ja, ist echt böse. Mom wird jetzt auch ein bisschen dauern. Oh, ist die rote. Das ist interessant. Oh ja, die wird dauern. Hier muss ich schauen, dass ich auch richtig viel mit dem Cube arbeite. Ansonsten wird es ein wenig dauern.
Oh Mann, ich habe echt Schaden kassiert, ey. Haut ab. Ich brauch den Devil Deal. Oh, Mama! Haut doch ab, bitte! Oh! Und dann krieg ich einen Holy Room. Alles klar. Und dann krieg ich einen Holy Room, alter Verwalter. Kein Kommentar. Das ist halt nicht mein Tag, glaube ich. Naja. Okay, dann jetzt einfach nur noch schnell die Challenge abschließen. Oh, bin ich heilfroh, dass ich den Rock gefunden habe. Alles andere wäre jetzt echt der absolute Horror. Oh, es ist so schlimm. Naja, gut. Wir kriegen das schon hin. Alles nicht so wild. So, hier ist ein X. Da holen wir was raus. There we go. Jetzt sind wir full life. Ich meine, wie gesagt, darum geht's nicht. Das ist alles nicht so das Problem. Das geht halt einfach noch nicht vorwärts. Aber es war so klar. Ich habe einmal Judas Tongue und dann wird es halt einfach nix. Ich habe das irgendwie... Haben wir schon das schon gedacht. Kriegst du... Immer Devil Deals ohne Ende, aber wenn du mal wirklich einen willst, weil es richtig geil sein kann, dann nicht. Schade eigentlich. Mein Gott, aber passiert. Hab wieder einen Holy Room gesehen. Kann passieren. So, noch nö. Aber man merkt schon, ne, dass er vom Bild her einfach überhaupt gar nichts vorwärts geht. Ich habe auch gefühlt keine Items. Schau dir das mal an. Das ist ja nix. Das ist ja gar nix. Vor allem nix, was man wirklich gebrauchen kann. So. Ich gehe jetzt trotzdem Richtung Geheimraum, weil ich mir da nicht hundertprozentig sicher bin, weil ich habe keine Ahnung, ob die Challenge zum Teufel geht, ob die zu Isaac geht. Sie geht auf jeden Fall irgendwo hin. Fickt euch! Und von dem her, schauen wir mal, vielleicht haben wir doch irgendwie in dem Run nochmal so einen kleinen Hoffnungsschimmer. Oh, die dritte Pretty Fly, ist ja geil. So wie bei dem Rock, der noch erschienen ist. Death. Oh, jetzt habe ich gepennt, dass da unten einer ist. Na schön. Komm, ein Raum noch. Natürlich, mit denen. Ihr seht schon, es kann recht geil sein mit The Soul, weil die Tränen halt alle wegreflektiert werden. Ich freue mich aber nicht so sehr drüber, weil ich keinen Schaden mache. Okay. Noch dreimal Tears Down. Irgendwann weinst du gar nicht mehr. Wollen die mich verarschen? Was geht denn hier ab, Mann? Dreimal Tears Down, beim Teufel zweimal Tears Down, vorhin nochmal Tears Down. Well done. Und dann kriegen wir auch noch Mr. Fred als Boss. Och, nö, und die Scheiße haben wir auch noch. Ach, du liebe Zeit. Mann, ich kann damit ja mittlerweile sogar ganz gut umgehen, traurigerweise, aber... Ach, herrje. Sachen gibt's, die gibt's gar nicht. Und er ist auch noch ein Special. Mach mal so. Kommt, mach down. Schön. So, hallo Mr. Fred. Ja. War ja klar. Ich würde sagen, mach mal gleich mal Death, komm. Und ich sehe nämlich gleich Ruhe. Jetzt hätte ich die Wizard gebraucht. Jetzt hätte ich die Wizard-Pille tatsächlich gebrauchen können. Und ich habe keine Bomben mehr. Wow. Keine Bomben mehr? Kann der mal aufhören, das die ganze Zeit zu spammen? Dann kann ich nämlich nicht angreifen. Übelster Stress. Mann, hör doch mal auf! Ohne Witz, es ist
ist es richtig anstrengend, so anzugreifen. Komm, mach hinne. Und jetzt mit Meat Boy. Ja. Ja. Ach, guck mal, sogar die ganz fetten Tränen kannst du anders hin projektieren. Ach, das ist ja geil. Das wusste ich auch noch nicht. Mach! Wenigstens ist das ein Damage-Upgrade. Wieder kein Engels oder... Ja, das war's. Es kommt keine... Es kommt nichts mehr. Kein Angel und kein Devil-Deal mehr. Das ist natürlich traurig. Das heißt, wir werden leiden. Jetzt haben wir keine Bomben. Jo. Müssen wir da wohl durch. Es ist wenigstens ein minimales Damage-Upgrade. Ne? Das ist ein bisschen was wert, wenigstens. So ein ganzer Raum voller Spinnen ist aber auch dezent unnötig. Überhaupt, grundsätzlich ist ein Raum mit lauter Viechern, die lange Beine haben, ziemlich unnötig. So, haben wir hier wenigstens was Lustiges drin. Vielleicht einfach eine 1. Oh, ich dachte, jetzt kommt ein... Jetzt kommt ein... Ach, ich habe keine Bombe. Vielleicht ist da einer drin. Jawohl. Ein Würfelraum. Aber nein. Der Wuppwurm. Kann ich jetzt eigentlich schon fast mitnehmen. Nochmal Tears Down. Ey, das ist ein richtig toller Run. Nicht. Weil kommen ja eh keine Devil Deals mehr, außer ich habe Glück und könnte irgendwie... Ah ja, keine Bomben mehr. Würde eine Joker-Karte kriegen oder so. Werden wir einfach mal Tammys Head einsetzen. Weil es durchaus in der Situation Sinn gemacht hat. Boah. Ich kann mal später mal mitnehmen. Wobei, ich sag mal ganz ehrlich, wie es ist. Ist eigentlich nicht mehr nötig. Eigentlich ist das nicht mehr nötig. Jetzt kommt eine Joker-Karte, pass auf. Eine Karte against humanity. Oh je. Okay. Wisst ihr was? Ich nehme die jetzt auch gleich mit, weil da passiert nicht mehr viel. Können ja lustigerweise die Karte Against Humanity mal mitnehmen. Wizard, schön. Und hier ist gar nichts. Keine Bombe, keine gar nichts. Dann ist mir das auch alles wurscht. Jetzt habe ich gepennt. Das kann jetzt ein bisschen dauern, habe ich das Gefühl. Mal sehen, ob mir... Ob mir das Soul mein Eternal Heart schützen kann. Ja, genau! Was habe ich dir getan, dass du den jetzt spawnst? Alter, dein Ernst? Der verreckt nicht! Alter! Ich habe keine Bomben, um nachzuhelfen. Richtig hässlich. Oh, das kommt davon, wenn man den Kampf so lang machen muss, dann überspringt es die Bossphasen nicht. Richtig beschissen, Mann. Wow, war das knapp. Naja, kannst halt stehen bleiben und chillen, aber... Ja, jetzt kannst du schon nicht mehr. Okay, schön, dass Mama die auch noch so ein bisschen kaputt macht. Das finde ich ganz nett. Komm, reicht jetzt. Das erwischt mich gleich wegen den Maulwürfen noch. Pass auf. Behalt sogar. Ja, ihr wisst, ne, hier ist nichts. Obwohl, warte mal.
Das ist jetzt interessant. Das hatten wir noch nie. In der Challenge wird grundsätzlich immer gesagt, wo es lang geht. In dem Fall will die Challenge Richtung Teufel. Ich kann aber jetzt kackendreist Richtung Cathedral. Was ich eigentlich nicht dürfte vom Challenge-Ersteller. Ich denke mal, das Ergebnis ist das gleiche, aber cleverer für uns ist definitiv die Cathedral von dem her, wenn ich schon die Wahl habe. Wow, hat mich das Ding noch erwischt? Nee. Das sah gerade extrem knapp aus. Na gut. Na, ist klar. Dann wollen wir mal. Wird interessant. Weil von den Items, die du hast, ne, der Ersteller ist schon nicht blöd, ne? Weil wenn er dir schon alle Super-Items gibt, so Mind, Body, Soul, dank der Soul ist der Eisekampf zum Beispiel übertrieben einfach. Aber das will er ja nicht. Er will ja nicht, dass er einfach ist. Er will ja, dass du den schweren Teufel hast. Naja, wie gesagt, das ist schon clever. Aber jetzt habe ich quasi das Spiel ausgetrickst, weil ich einen Angel Room habe. Sehr geil. Und ich kann natürlich dann nicht in die Chest, weil es am Ende einfach einen Pokal gibt. Es gibt keine Challenge, die bis Chest oder so gehen. Nee, mir ist das ziemlich egal. Ich versuche hier gerade noch mit Meat Boy irgendwie ein bisschen zu arbeiten. Und das ein bisschen schneller geht, weil der mir hier ein bisschen zu lang dauert, der Kampf. Viel zu lange. Ja, wie gesagt, na, wenn man keinen Schaden macht, dann ist das schon eine anspruchsvolle Challenge. Ich hoffe, dass ich eine Bombe kriege und mich... Na gut, komm. Was ist denn hier? Ist ja süß, die Bibel. Wenn wir wohl eher die satanistische Bibel einmal einsetzen. Und da ich jetzt eine Bombe haben will, machen wir mal folgendes. Und hoffen, dass hier irgendwo gleich eine Bombe spawnt. Am besten... Nö, eine ist völlig... Nee, zwei brauche ich. Bei meinem Glück passiert hier gleich einfach gar nichts. Und ein ganzer Raum voller Scheiß ist für die Katz. Soll ich doch schon wieder kommen. Hier, vergiss doch mal die Coins. Wir brauchen keine Coins. Okay, und weiter droppen die Coins. Da bräuchte ich jetzt schon Bettler. Aber wie gesagt, das ist mir... Ich will ja hier nur abkürzen eigentlich. Oh, jetzt wird es nochmal interessant. Jetzt kommt der Glückshaufen. Jetzt kann was anderes kommen. Jetzt können Schlüssel und Bomben theoretisch zu Genüge kommen. Aber auch nur theoretisch. Es kommen weiterhin nur Coins. Wollt ihr mich verarschen? Das darf nicht wahr sein. Das ist nicht wahr, ey. Das ist nicht wahr. Wahnsinn. Da fehlen mir die Worte, ey. Ich glaube, ich werde mich bei Isaac einfach nur hinstellen. Und, auch hier kommt keine Bombe. Und den Meat Boy, das beenden lassen. Dass ich da keine Lust habe auf einen ewig langen Kampf. Das war ein bisschen unnötig. Aber ich sollte so viel Leben haben, dass das total scheißegal ist. Ihr seid auch ein bisschen dumm, oder? Ja, ein bisschen Meat Boy. Oh, jetzt hat er mir den Raum aufgesprengt, aber jetzt will ich ihn auch nicht mehr. Kollegen, jetzt will ich ihn eigentlich auch nicht mehr. Nein, warum gehe ich denn da rein? Als würde ich jetzt Super Greed brauchen. Oh Mann. Wie unnütz. Zieh mir den Run halt noch mehr in die Länge. Ach, ist ja süß.
Der Run will's echt wissen, ey. Oh, ja, war ja klar, dass der Scheiß kommt. Dann holen wir uns wenigstens jetzt hier noch ab, was uns zugesteht, nämlich die Emperor. Ah, geil. So. Wie gesagt, ich nehme jetzt einfach Schaden und kümmere mich hier mit dem Meat Boy. Damit wir vorwärts kommen, Freunde. Problem ist, dass wir jetzt nicht mehr so wirklich mit Meat Boy arbeiten können. Also schon noch, aber nicht mehr so gut. Weil da muss der Meat Boy in der richtigen Position sein, jetzt zum Beispiel. Ah, es war ganz gut. So. Komm, machen wir doch Feierabend. Lieber Isaac, meinst du nicht auch? Geschafft. Das war eine nervenaufreibende Challenge, muss ich ja sagen. Aber gut, wir haben es geschafft. Alles in Ordnung. Dann können wir uns jetzt gleich wieder um einen Run bemühen. Und zwar auf dem Weg zum Mumkill Nummer 192.